Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Agrarian Skies. Ach, die Bienchen. Sie machen mich glücklich, schon ein Stück weit. Wir haben hier unsere Spirit Bees, die uns hier ganz fleißig spiritisierte Bienchen bringen. Wir haben hier die Ethereal. Na ja, Quatsch, das sind gar nicht die. Hier die Spatial und die Spectral Bees, die hier auch ganz fleißig sind. Also, das läuft gut. Spatial und Spectral. Genau, also Spatial haben wir hier und die Spectral. Wir haben leider noch keine Princess von beiden bekommen, dementsprechend meh. Wir haben hier aber den Soul Comb, der uns für die eine Quest sehr, sehr weiterhilft, wirklich. Aber das ist schon viel wert. Ich bin glücklich ein Stück weit. Ich würde gerne noch hier die anderen Bienchen-Dinger auch anschließen. Ich weiß, ich habe hier dann jede Menge Drones drin und jede Menge andere Dinger. Ach, was soll's denn? Ich guck nochmal kurz nach den Combs. Wir haben hier noch 92 Cocoa Combs, die ich anscheinend noch nicht hier hinten drin habe. Das ist schon schlecht eher, also so, schon so ein bisschen schlechter. Cocoa Combs, viel Spaß damit. Gut, die Cocoa Combs gehen rein. Und jetzt gucken wir mal, was haben wir hier noch eigentlich noch drin? Jede Menge Bienchen hier noch, die auch noch ziemlich fies zum Teil sind, aber egal. Genau. Ich wollte hier gerne sämtliche Bienchen eigentlich rausholen. Dafür brauchen wir jetzt die ganzen Export-Buses wieder. Import mache ich natürlich. Import-Bus. Precision. Der ist Precision. Ne, ich brauche die Basics. Die Basics reichen mir eigentlich. So, 19 Basics. Und ich brauche noch ein paar, wie heißen die wunderschönen Dinger? Sagt's mir nochmal. die heißen ME-Cable. Die 36 hier. Oh, Pizza. So, jetzt gehen wir hier mal hin und sagen Hi. Und ich sag auch da hinten mal Hi, dass die auch mit rausgeholt werden. Wir brauchen hier die ME-Kabel. Jupp. So, und dann wird hier sehr präzise werden hier die ganzen Sachen rausgeholt. Dann kann ich die Kiste hier wegpacken und hier wird auch rausgenommen. Sehr schön. Feine Sache. So, dann auch hier die ganzen Import-Buses. So und so und so und so. Hier noch ein. Geht nicht, weil da noch das Schild ist. Aber auch die Kisten sollen leer gemacht werden. Ich räume jetzt einfach mal so ein bisschen auf. Einfach mal so ein bisschen aufräumen hier. Wir schmeißen alles ins ME-System, weil wir es können. Einfach alles rein. Alles. Also wirklich alles mit Gewalt. Die Chest ist schon leer. Die jetzt auch. Das heißt, wir können sie eigentlich hier wieder abbauen. Sehr gut. Tschüss und tschüss. So, haben wir das. Feine Sache, definitiv. Hier wird noch gearbeitet. Warum passiert da nichts? Wayuno schiebt das raus. Importbus, ja, warum? Genau, weil ich hier noch nicht angeschlossen habe. Na, ich wollte hier die Lücken mit Apiaries für Apiary, da. Die Lücken wollte ich gerne mit Apiaries füllen, um dann da später noch neue Bienchen hinpacken zu können. So und so, da geht es natürlich noch nicht. Aber hier kann ich jetzt schon mal den Precision Basic Import Bus hinpacken. So, und dann kannst du hier rauspacken. Schön. Mit Schwung. Geht's hier raus. Majestic Drones, die könnte ich jetzt eigentlich auch nochmal hier einschalten. Warum nicht? Warum? Ich meine, ja, an und für sich brauche ich es erstmal nicht. Die Meadows. Die können wir eigentlich rausnehmen. Die nehmen wir raus und nutzen die dann, wenn wir sie wirklich mal brauchen, für was anderes. Meadows, hier die Cultivated, auch die raus damit. Alles, was nicht mehr eingeschaltet ist, wird jetzt das Schild weggenommen. Das ist eingeschaltet. Hier Majestic. Komm, was soll's. Raus damit. Hier müsste. Warum ist da nicht leer? Imperial.
Slayer, Noble. Jetzt ist das System voll. Ist das? Habe ich das System voll gekriegt tatsächlich? Habe ich jetzt tatsächlich das System voll geknallt? Yep, das System ist voll. Okay, ich brauche einen ME Drive. Bitteschön. Einmal. Der kommt hier oben drauf. Nicht dahin. Du Drecksack. Dahin. So, jetzt brauche ich nochmal ME64K Storage. Davon brauche ich noch ein paar. Habe ich vielleicht noch ein paar Storage Cluster rumflattern? Zwei. Okay. Ich brauche mehr Storage Cluster. Hier. Warum kann ich die jetzt nicht machen? Was soll das? Hey! Was? Hä? Was? Wieso? Machen wir es mal anders. Storage. Wir haben hier noch zwei Storage Segments. Warum macht er die jetzt nicht? Was soll das? Was fehlt ihm da? Hä? Wenn er alles da hat, wieso will er das dann nicht machen? Hä? Clearglass? Ach, weil er natürlich, weil das ME-System voll ist, deshalb will er nicht arbeiten. Okay, rein da. So, und jetzt müsste er das eigentlich wieder hinkriegen. Nicht Clearglass, sondern Glasblock. Hä? Warum produziert er die jetzt nicht? Storage? Storage Segment, hier. Storage Cells, Glasblock. Und die Basic Process, warum hat er die anderen dahin gepackt? 47, so. Jetzt habe ich keinen Redstone mehr. Da brauche ich glücklicherweise keinen Redstone. 16. Für die hier habe ich nochmal 5. Dann gucken wir jetzt mal, ob wir jetzt nochmal dieses 64K Storage hinkriegen. Schwupp, schwupp, schwupp. Gut, dreimal. Kein Redstone mehr. Redstone. Oh. Why you have no redstone for me? I need it badly. I really need the redstone. Please give redstone. Will er nicht. Okay. Packen wir erstmal hier die Dinger rein. So. Hi. Immer noch kein Redstone? Doch ein neues. Heißt, wir können nochmal ein Ding machen. So, ich glaube, damit kommen wir ein Stück weit erstmal hin. Aber das ist ja krass, wie uns das jetzt das ME-System... Ich habe ja gesagt, sobald ich das mache, das ME-System wird einfach nur voll sein. Jetzt habe ich da noch einen Drive reingebracht. Jetzt muss ich gucken, wie das mit dem Strom aussieht. Wie viel braucht er jetzt hier stromtechnisch? Wobei ich eigentlich müsste er damit klarkommen. Es ist nicht so viel mehr, was er braucht. Von daher, gucken wir mal auf die Stromreserven hier allgemein. Da habe ich auch seit Ewigkeit nicht mehr reingeguckt. Hier ist ordentlich was drin. Wir können hier mal... Eigentlich müsste ich mal auffüllen. Mit so ein bisschen. Hier hat er gerade keinen Strom. Krass. Geben wir mal unsere ganzen Reaktoren ab und schmeißen da gleich nochmal ein bisschen Zeug rein. Wir haben zwar die beiden großen Reaktoren, aber die kleinen machen ja trotzdem ihre Arbeit. Die arbeiten hier ja trotzdem. Ja, er hat immer noch ein bisschen was gestort. Packen wir das ganze Cyanid raus. Hier sieht es gut aus. Überall 33. Ich muss da nachfüllen. Da ist nichts. Wie sieht es hier aus? Weil hier macht das automatisch. Da füllt er automatisch ein und aus. Hier. 4 Stück. Das ist sowieso leer. Würde mich wundern, wenn es nicht leer wäre. Hier muss ich den Müll rausholen. Okay, bei den beiden weiß ich, die machen alles automatisch. Das ist der Vorteil von den Dingern. Yellorium haben sie auch genug, aber das Cyanid muss ich rausholen.
aus dem Ding. Da wird's rausgeholt. Ja, hier. Export hier. 23, ach du Heiliger. Okay, gut. Direktoren haben abgefrühstückt. Jetzt muss ich nur mal das Helorium nachfüllen. Cyanid kommt weg. Helorium. 219 aktuell. Das füllen wir doch jetzt mal auf. Hier. Bisschen die Reaktoren nachfüllen. Bevor hier irgendwann eine Knappheit ist und dann auf einmal kein Strom mehr da ist. Das wäre, glaube ich, super GAU. Ich muss nur, glaube ich, auf Dauer meine Helorium-Produktion so ein bisschen ankurbeln. Vor allem mit den beiden dicken Reaktoren wird er das auf Dauer nicht schaffen, dass alles hier. Drei dicke Reaktoren sind es ja eigentlich. Der wird es nicht schaffen. Der wird automatisch befüllt, das komplett abzufedern. So. Heidewitzka. Heidewitzka, das ist krass. So. Wir haben wieder Platz mit dem E-System. Zumindest ein bisschen. Hier ist schon wieder. Alter Verwalter. Suddenly everything is full. Ha, meine Güte. Okay, ich brauche immer noch mehr Redstone als. Es ist bescheuert, aber richtig. So, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, heißt, ich kann die Dinger hier abbauen. So, wieso habe ich hier einen Obsidian-Block stehen? Ich verstehe es nicht. Der kommt weg und der kommt weg. Dann können wir die hier wieder abbauen. So, und das Ding hier müsste eigentlich mit der Hacke hier wegmachen. Obsidian, wieso habe ich hier Obsidian hingestellt? Und warum tue ich sowas? Es ist sinnfrei. So, Obsidian, hi. Unwary, genau. Du produzierst noch, dann geben wir dir mal hier noch einen Kollegen hin und packen hier die entsprechenden Import-Buses ran. So. Unwary produziert noch mit deinen Stringy Combs. Noble produziert nicht mehr. Sollten wir einfach mal leer machen und hier die Imperial produziert auch nicht mehr. Okay, die können wir leer machen. Die können wir leer. Ich habe keinen Bock, das manuell zu machen. Deshalb schieben wir die hier einfach wupp, rüber. Jupp und jupp. Und dazwischen noch ein Kabelchen. Und ruckzuck sind die Dinger leer. Die nehme ich mir raus, die kann er nämlich nicht rausziehen. Aber da ist noch eine Queen drin. Gut. Jupp, 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 jupp. Haben das auch. Schön. Der ist schon mal leer, den kann ich abbauen. Den kann ich abbauen, den kann ich abbauen. Hier ist auch leer, wird abgebaut. Abbauen, abbauen, abbauen und abbauen. So, jetzt habe ich natürlich hier einen Fehler gemacht. Den Strom brauche ich eigentlich noch. Denn hier kann ich ja nochmal zwei Stück anbauen. Ich brauche nur gerade mal einen Erdblock. Dirt, 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 dirt. So, der da kommt dahin. Und dann kommen hier nochmal zwei. Das war jetzt natürlich auch ganz schlau. Ich habe da die Dinger hingebaut, aber von unten nicht den Strom dazu gesetzt. Das war schlau. Oh Mann. Redstone Energy Conduits. Okay. Jupp, jupp. Und jupp. Der hat Strom, der produziert auch. Wir nehmen uns die Dinger hier. Jupp und jupp. Da kommen die Buses drauf. Schön. Der hat keinen Strom. Ich bin so schlau, ey. Das geht auf keine Kuhhaut. So, da muss jetzt ein bisschen Conduits ran. So, dann die Erde. Hat Strom. Hat Strom. Hat keinen Strom. So, du hast Strom. Okay, das heißt, hier habe ich einige Leere, die ich dann auffüllen kann. Sehr cool. Die Boggy, die Marschi-Geschichte hier, die wird auch mal leer gemacht. Ich habe auch alle ins MI-System, alle ins MI-System. Hi. So, das MI-System kriegt was zu essen. Oh Gott, sämtliche Bienen ins MI-System, das ist. Autsch.
Das ist schon krass. Schmeißen wir alle Bienchen rein. Räumen wir hier ein bisschen auf. Warum nicht? Ja, ist wie im echten Leben. Da sind die Bienchen auch immer Tonnen, also in Völkern tonnenweise zu Zehntausenden. Ja, da kann das ja mal so gehen. So, die Mossycombs nehmen wir uns hier mal raus. Die lasse ich jetzt auch mal hier so stehen, wie sie sind. Macht ja nichts. Bam, bam. Jetzt muss ich gleich die ganzen Combs noch umziehen lassen. Und hier habe ich noch die Meadows-Kiste. Das machen wir aber ein bisschen anders. Wir machen jetzt hier ein bisschen Platz im Inventar. Von Dingen, die wir nicht mehr brauchen. Siegfried bleibt. Die Chest kann weg, das kann weg. Okay. Damit haben wir uns dann hier schon mal das Questbook hier hin. Bierleiser dahin. Polish Stick dahin. Machen wir es nämlich auf die altmodische Art und Weise. Yeah, Ronimo! Ach du Scheiße. Ja, und dann geht hier alles in sein E-System, alles in sein E-System. Das ist so bescheuert, das alles in sein E-System zu packen. Das ist sowas von bescheuert. Schwupp, Bienchen. Hätte ich mal von Anfang an machen sollen. Aber es ist ja, man lernt ja nie aus. Ne? Das ist ja einfach alles hinein. So, hätten wir das. Schub. Gut. Jetzt haben wir es gleich hier noch mit 10 anderen Kisten, die wir auch noch umstellen. Gut, die Valiant, die sind schnell erledigt. Die nicht. Die sind auch schnell erledigt. So. Und da will ich gar nicht reinschauen. Okay, rein. Alles muss hier rein. Alles muss da rein. So, die Forest Bees. Komm mit. Heieiei, was für ein Klabaut. So, okay. Für andere Kisten habe ich gerade keine Lust. Jetzt gucken wir mal kurz hier rein. Hier sieht es gut aus. Jetzt müssen wir nur sämtliche anderen Combs, die hier noch drin sind im System. Comb. Oh, tatsächlich nur die Dripping Combs. Alle anderen hat er schon. Kapiert er schon, dass er die wegpacken muss. Cool. Das ist ja mal cool. So, die Dripping Combs gehen rein. Das ist echt cool. Das heißt, er kennt die Combs hier, die hier hergestellt werden. Die kennt er und hat damit kein Problem. Sehr gut. Bienchen fliegen über Bienchen. Ist ja eigentlich die Obstruct. Oh Gott, ich hab ganz vergessen. Nicht, dass hier nachher die den Himmel hier verdecken. Die Dinger. Das wäre schlimm gewesen. Boggy ist Boggy. Was haben wir hier noch drin? Die Geschichte. Hier haben wir noch die Marshi. Okay. Sollen sie. Die habe ich ausgeschaltet. Dann können die auch raus hier. Und das Schild geht weg. Wenn da kein Schild drauf ist, ist nichts drin. Die arbeiten noch. Okay. Dann bam, 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 bam. Bienchen rein. Glücklich sein. Jawohl. Und hier muss ich noch manuell, weil hier habe ich keinen Bock, das alles nochmal anzuschalten. Hier nehme ich auch nur die Combs mit. Aber hier muss ich bald mal ein paar Bienchen mitnehmen, weil sonst produzieren die nicht mehr. So. Sinister. Jausa. Ihr auch Jausa. Oh Gottes Willen. Tropical. Hat auch ordentlich produziert. Ich bin begeistert. Hier sind jede Menge Tierchen. Guten Tag. Yep, Energetic Cop. Die sind wichtig. Da könnte ich eigentlich nochmal excited. Die könnte ich eigentlich nochmal ein bisschen mehr pushen. Ich meine, ich habe dir ja das Kämpfen damit abgewöhnt, die kann ich eigentlich auch hinten hinstellen. Die brauchen normale Sachen, die könnte ich eigentlich auch hier mit hinstellen. Hätte ich da kein Problem mit. Warum nicht mal tun, ne? Jetzt kommt aber erstmal das Zeug hier rein. Simmering Comb, bop, 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 Patch Comb, bop, bop, bop. Ash, Ketchup. Welche Combs packt er jetzt nicht raus? Die Energetic Combs kennt er noch nicht, okay. Die Silky Combs kennt er nicht, die Parched Combs kennt er nicht und die Simmering Combs kennt er auch nicht. Macht aber nichts, können wir hier noch reinpacken. Passt genau, 3 Stück. Sehr schön. Haben wir 8 verschiedene Comb-Arten hier, die jetzt alle hier reingepackt werden, den er dann Spaß haben darf. Juhu! Wie viel hat er inzwischen von den. Inzwischen 5 Soul Combs, okay. Bam, bam, bam. Bienchen machen mich glücklich. Jetzt muss ich nur mal gucken, hier hinten die Bienchen hier. Die hat er doch jetzt, wenn ich das richtig sehe. Nehmen wir die Queen mal raus. Nehmen die Dinger raus. Was brauchst du hier, kleines Bienchen? Zuerst mal ziehe ich dich um.
Im Zweifelsfall erziehe ich dich um. Okay, Flower slowest, excited, bla bla bla. Brauchst nur ein bisschen trockener als sonst. Das können wir doch, das kriegen wir doch hin. Guck mal hier, bam 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 bam. Nehmen wir mit. Wir bauen das Ding ab. Können dann eigentlich auch hier mal dicht machen. Ist ja schön, dass die Leitung da liegt, aber da können wir doch, haben wir leider keinen Dirtblock mehr. Nein! Können wir die Excited Bee hier noch mit hinpacken. Wenn sie schon mit Flowers klarkommt, machen wir doch. So, hier sieht es gut aus. Bam, 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 bam. Excited Bee. Passt, oder? Passt soweit. Wir können die noch mit reinpacken. Und der Rest kommt, wie gehabt, ins App-System. Bam, bam, bam. So, habe ich die Energetic Combs dann hier jetzt mit reingepackt? Ja, oder? Da, okay. Läuft. Läuft soweit. Schön, die Zentrifugen arbeiten. Ich möchte noch eine dritte Zentrifuge dazustellen, irgendwie. Irgendwie möchte ich dann noch eine dazustellen. Könnte ich ja auch machen. Hier noch eine daneben. Und dich dann da weg. Nein, Carpenter, wo willst du hin? Was, wieso tust du das? Bleib doch hier. Ich brauch dich doch. Nicht weggehen. Brauch dich. Schnief. Okay, wir bauen uns nochmal so eine Zentrifuge und den Carpenter stellen wir hier hin. Macht ja nichts. So, haben wir noch... Ja, ach, ja. Haben wir ja genau. Passt ja. Passt doch genau. Okay, El Carpenteroni kommt dann dahin. Und hier bauen wir uns noch eine Zentrifuge. Da. Haben wir sogar alles. Sehr cool. Okay, Zentrifuge kommt dahin. Wir brauchen noch ein lustiges Ding. Jetzt muss ich auch natürlich hier nochmal, bevor ich, wenn ich es hier schon hinsetze, die Bienchen, das Bienchen hier. Excited Vermehrung. Excited Vermehrung. Dann. Gut, dann gucken wir nochmal. Spirit Bee sieht gut aus, sind glücklich. Aware ist ja die Spirit Bee. Die Geschichte brauche ich. Spectral und Spatial, immer noch. Habt ihr was Neues für mich? Spectral? Nein. Spatial? Auch nicht. Och, Manu. Ihr wollt mich ärgern. Okay, wir brauchen da einen Import-Bus. Einen ganz normalen Basic-Import-Bus. Und wir brauchen ein Item-Duct. Hier. So. Dann zentrifugieren wir hier noch etwas mehr. Jupp. Und das andere Ding kommt damit ran. Jupp. Und dann sollte hier was ankommen. Theoretisch. Jupp. Patch Combs. Silky Combs. Und Mysterious Combs. Ah, ist das schön. Es geht voran, es geht voran, es geht voran. Feine Sache, Soul Comb. Meine Güte. Ich schau gerade nochmal. Bei den Aware. Aware und Attuned. Muss ich gerade mal gucken. Haben wir dann da noch was? Aware. Haben wir gerade keine drin. Ach du Scheiße. Attuned. Okay, wir haben noch eine Attuned Princess. Dann holen wir uns nochmal eine Aware dazu. Aware Drone und machen uns noch eine Spirit Bee, um mehr Combs von denen zu kriegen. Denn von denen brauchen wir eine ganze Menge mehr. Allein schon für die Essence of a Shallow Grave. Dann machen wir uns davon noch eine mehr. Gut. Wir machen jetzt hier aber erstmal eine kleine Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Minecraft The Grand Skies. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.